Das ist jetzt die dritte Hütte. Erkennen Sie was wieder? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Nein. Das ist die letzte Hütte, die von Ihrem Haus aus zu Fuß erreichbar ist. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Was ist denn, wenn es überhaupt keine Hütte war? Irgendein Stall oder ein Gartenhäuschen? Ja, aber als Sie aus dem Fenster geklettert sind, was haben Sie denn da gesehen? Ich habe gar nichts gesehen. Es war total dunkel. Und dann bin ich nur noch gerannt. Ich bin einfach um mein Leben gerannt. Ich hatte Angst. Wer sind Sie denn? Was machen Sie hier? Das ist mein Grundstück. Kripo, Rietz, mein Kollege in Naseband. Und Sie sind? Norbert Keller, aber meinen Ausweis habe ich zu Hause. Was machen Sie denn hier? Pizzakartons einsammeln, Zigarettenkippen aufkehren. Sieht man doch, oder? Ist also Ihre Hütte, ja? Ja. Da ist man mal ein paar Wochen nicht da und dann brechen die Kids hier ein und feiern Partys. Woher wissen Sie denn, dass das irgendwelche Kids waren? Ist ja egal, wer es war. Ich muss jedenfalls den hinterherräumen. Wollen wir mal kurz sehen, was da im Müll ist? Ja, bitte. Sie haben gesagt, Sie waren ein paar Wochen nicht da. Wo waren Sie denn? Arbeiten, unterwegs. In Niederlanden, Belgien, Luxemburg. Arbeiten halt. Ist das da Ihre Maschine? Ja. Was machen Sie beruflich? Ich? Ich bin mobiler Schlachter. Wenn ein Bauer ein Tier zu keulen hat, dann ruft er mich an. Ja, sagen Sie, können wir uns kurz drin ein bisschen umsehen? Um was geht's denn? Bei Ihnen ist doch eingebrochen worden, oder? Ach so. Ja, dann immer rein in die gute Stube. Und, was meinen Sie, Frau Gessler? Nee, ich glaube, ich war hier noch nie. Nee, wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Und selbst wenn, kann ich echt an gar nichts erinnern. Nichts. Moment. Schauen Sie mal. Ist das Ihre? Ja klar, das ist meiner. Das ist mein Ohrring. Ich sag der Schwur, dass ich Ohrbescheid. Kollegen finden hier bestimmt noch mehr, wenn sie schon aufgeräumt haben. Was soll denn das jetzt heißen? Robert, was gibt's? Benzmann. Ja, wunderbar. Du, pass auf, wir melden uns gleich bei dir. Ja? Okay, ciao. Der Benzmann ist aufgetaucht. Vor der Kanzlei von Ihrem Mann. Er wollte mit ihm sprechen. Die Kollegen bringen ihn gerade ins K11. Dann fahren wir da jetzt auch hin. Und Sie kommen am besten gleich mit. Okay. Kann mir mal endlich jemand sagen, was hier los ist? Also nochmal zum Mitschreiben. Ich habe niemanden entführt, dass das klar ist. Was wollten Sie dann von Ihrem ehemaligen Anwalt? Ja, nichts. Ich habe mir nur Schaufenster angesehen. Genau da, wo Herr Gessler seine Kanzlei hat, ja? Was weiß ich denn, wo die blöde Kanzlei mittlerweile ist nach all den Jahren? Hören Sie auf. Sie haben damals bei der Verurteilung Rache geschworen. Schnee von gestern, das passt schon. Wann haben Sie ihn gestern denn das letzte Mal gesehen? Bei der Verhandlung. Erkennen Sie den Mann wieder? Tut mir leid, ich habe ja auch gesagt, ich habe die Augen verbunden gehabt. Und seine Stimme? Noch nie gehört. Können Sie sich an einen Duft erinnern? Ein Deo, ein Aftershave, ein Parfum, wie sowas? Gar nichts, nein. Kann ich nicht raus? Mir wird das echt zu viel hier, bitte. Ja klar, versuch was wert. Komm rein. Ihr Kumpel hat ihr Alibi bestätigt. Angeblich war er die ganze Nacht beim Billardspielen. Dann können Sie gehen. Bringst du Herrn Benzmann raus? Danke. Was sagen die Kollegen, was mit Fingerabdrücken? Haben wir von ihm in der Waldhütte keine gefunden. Und was ist mit diesem Kerl, dem die Hütte gehört? Norbert Keller. Unbeschriebenes Blatt. Ist bisher nicht straffällig geworden. Aber ich habe was anderes rausgefunden. Und zwar geht es um unseren Pflichtverteidiger. Der hat massive Geldprobleme. Echt? Das hätte ich nicht gedacht. Hat sich an der Börse mal verspekuliert. Die Bank verlangt momentan einen Deckungsbeitrag von ihm für irgendwelche Geschäfte von 70.000 Euro. Ja, und das ganze Vermögen, das die haben, stammt das von seiner Frau? Hat alles sie mit in die Ehe gebracht. Ja, du brauchst ihn nicht ständig anzurufen. Hör mal, du kriegst noch dein Geld. Ja, natürlich. Gib mir noch 3 Tage und dann... Ja, okay, bis dann, natürlich. Ach. Jetzt Probleme.
Nein, nein, es war nur ein alter Freund. Einer von denen, die ab und zu Geld brauchen. Hat ja jeder so eine Freunde, oder? Schön, dass du wieder da bist. Reicht jetzt. Ist gut. Und, konntest du den Kommissaren helfen? Mhm. Hast du das gesehen, als sie sich umarmt haben? Was meinst du? Ja, sein Gesicht. Wie versteinert. Und als er seine Frau wieder angeguckt hat, hat er so getan, als würde er sich freuen. Ich glaube, die Ehe von den beiden läuft nicht so dolle. Ich habe noch mal über die Versetzung nachgedacht. Hm. Lässt dir keine Ruhe, hm? Das ist halt eine blöde Situation. Am besten, ich lasse mich versetzen, dann kannst du im Kalf bleiben. Ach, Quatsch, kommt gar nicht in Frage. Alex, einer von uns wird wahrscheinlich gehen müssen. Ja, wahrscheinlich. Das ist aber nur nicht raus, Michael. Wir sind ein Team, wir gehören zusammen. So. Robert, was gibt's? Peter Gessler hat vorhin mit einem alten Bekannten telefoniert. Ja, mit wem? Mach's nicht so spannend. Matthias Benzmann. Ach, und mir wollte er erzählen, dass die beiden keinen Kontakt mehr haben. Du, Robert, der Gessler kommt gerade aus dem Haus. Wir melden uns später wieder, ja? Tschüss. Der Mandant und sein Anwalt. Leider kann man nicht viel sehen, was da im Auto vor sich geht. Nee. Kenn ich auch nicht. Ah, jetzt kommt er. Der hat ein Kuvert in der Hand. Und Kohle. Oh, der ist aber richtig sauer. Bleiben Sie mal stehen. Herr Benzmann. So sieht man sich wieder. Was wollt ihr denn? Warum haben Sie von Ihrem Anwalt das Geld gekriegt? Wofür? Vielleicht dafür, dass Sie seine Frau haben verschwinden lassen? Nee, das Thema hat man schon mal. Ich habe damit nichts zu tun, okay? Sie haben uns auch schon mal erzählt, dass Sie keinen Kontakt mehr haben zu Ihrem Anwalt. Junge, du bist auf Bewährung draußen. Mach dir das Leben doch nicht selbst schwer. Ha? Mein Junge, wir bleiben Tag und Nacht an dir dran und irgendwann finden wir was. Ja, okay, okay. Der Gessler hätte für mich Geld aufbewahren sollen, bis ich aus dem Knast wieder draußen bin. 150.000 Euro ungefähr. Was denn für Geld? Geld aus Drogengeschäften? Warum haben Sie sich denn gerade so aufgeregt? Weil er mir nur 45 Mille gegeben hat. Ja, und wo ist der Rest? Tja, das hat der schöne Anwalt anscheinend verspekuliert an der Börse. Seid zufrieden jetzt? Sie kommen jetzt erstmal mit. Ja, was? Ich komme mit. Der Staatsanwalt interessiert Sie natürlich für Drogengeld. Hey, ne? Ich habe meine Strafe abgesessen, okay? Wir fahren erstmal ins Präsidium und dann schauen wir weiter. Ein Rechtsanwalt, der Drogengelder bunkert. Dafür wird sich die Anwaltskammer interessieren, da bin ich ganz sicher. Runter! Komm her! Hey! Runter von dem Block aus Knalls, Freund! Runter da! Absteigen, ganz langsam. Und die Hände hoch. Hände hoch, habe ich gesagt. Komm hier rüber. Die Knarre, die du da im Hosenbund hast, leg die auf den Boden. Ganz langsam, sage ich. Und jetzt an die Wand da. Wir sind voll auf ihn festgenommen. Rechten Arm auf dem Rücken. So, und jetzt den anderen. Ganz langsam. Keinen Ärger machen, Junge. Peter, bist du okay? Ich habe Schüsse gehört. Ich dachte, es hätte mich erwischt. Die Freude, dass wir Ihren Mann gerettet haben, die hält sich aber ganz schön an den Grenzen bei Ihnen. Wovon reden Sie überhaupt? Ach, kommen Sie. Keller und Sie, Sie kennen sich doch. Wir haben die Blicke gesehen. Also, woher? Haben Sie ihn beauftragt, Ihren Mann umzubringen? Ich? Mein Mann hasst mich. Er hat Norbert Keller den Auftrag gegeben, mich zu entführen und mich umbringen zu lassen. So sieht's doch aus. Jetzt sag's doch endlich. Es ging ihm nur um das Geld ihrer Frau. Meine Frau wollte ja unbedingt diese Scheidung. Um jeden Preis. Sie hatten Gütertrennung vereinbart. Ich habe wegen meiner hohen Schulden keinen anderen Ausweg gesehen. Als ihre Frau entführen und umbringen zu lassen? Aber Sie haben meinen Keller dann ja wohl ein besseres Angebot gemacht. Ja, hab ich. Ich habe ihm das Doppelte an Geld geboten, damit er ihn umbringt.
Damit er genau das macht, was er mit mir getan hat. Das Doppelte. Wissen Sie was? Sie sind beide festgenommen. Los. Mitkommen. Hier. Die Dienstpläne der letzten Monate. Wo sind die Überstunden? Grün markiert, wie Sie es gewünscht haben. Nein, nein, nicht, weil ich das gewünscht habe, sondern damit alles seine Ordnung hat. Oder haben Sie irgendwas zu verbergen? Wissen Sie was? Mir reicht's. Ich bin wirklich ein friedliebender Kerl. Aber Sie machen hier doch einen auf Geheimniskrämer. Wir wissen längst, was hier abläuft. Gerrit, Herr Grass ist ein bisschen überarbeitet. Alex, ich bin nicht überarbeitet. Das Präsidium muss einspannen, ja, das wissen wir. Und einer von den beiden soll gehen. Egal, ob das K11 erfolgreich arbeitet oder nicht. Wie? Sie wühlen in meinen Akten? Und Sie beide wussten davon? Das wird Konsequenzen haben.